In neuem Interview von Joe Rogan mit Mark Zuckerberg sagt Mark Zuckerberg, dass die KI ab 2025 die Mid-Level-Engineers bei Meta ersetzen wird. Was bedeutet diese Aussage genau für uns? Das sorgt natürlich für eine große Welle in der Softwareindustrie, denn wenn Meta das macht, dann werden andere Unternehmen jetzt auf jeden Fall nachziehen. Aber gehen wir noch mal weiter auf die Sachen ein, die von Mark Zuckerberg gesagt wurden. Also Mark Zuckerberg prognostiziert, dass Meta bis 2025 über KI-Systeme verfügen wird, die in der Lage sind, als Mid-Level-Software-Engineer zu agieren, Code zu schreiben, Teil der Codebasis zu verwalten und viele Aufgaben der Softwareentwicklung zu automatisieren. Dies wird einen großen Wandel in der Art und Weise markieren, wie Software erstellt wird, da immer mehr Verantwortlichkeiten beim Codieren von menschlichen Entwicklern an KI-Systeme übergehen. Zuckerberg ist dabei sehr optimistisch und ist der Meinung, dass durch die KI-Tools viel mehr Raum für kreative oder höherwertige Aufgaben geschaffen werden, anstatt uns Menschen einfach nur zu ersetzen. Zuckerberg machte noch einen historischen Vergleich. Dabei vergleicht er die Entwicklung mit dem Rückgang der landwirtschaftlichen Arbeitsplätze im letzten Jahrhundert und glaubt, dass der Übergang zu KI mehr Menschen dazu befreien wird, sich kreativen und kulturellen Tätigkeiten zu widmen. Ja, das ist erstmal eine Option auf jeden Fall. Aber ob es auf lange Sicht immer so bleiben wird, mal schauen. Er sagt weiterhin, neue Arten kreativer und leitender Positionen werden entstehen. Und wahrscheinlich wird es auch erstmal noch so sein, dass Menschen KI überwachen müssen, weil KIs sind ja immer noch etwas sehr Neues. Und der Output ist nicht immer hundertprozentig das, was wir von der KI erwarten. Zumindest ist das bisher so. Das bedeutet, dass jetzt gerade in der Anfangsphase vor allem Menschen, die bestimmte Positionen belegen, dann, wenn sie von KI ersetzt werden sollen, erstmal mit einer KI vertraut gemacht werden, die ihnen bestimmte Prozesse abnimmt, diese dann aber weiterhin überwacht werden von den Leuten, dass diese Outputs dann auch okay sind. Und wir werden dann langsam mit der Zeit sehen, dass die KIs immer mehr dann den kompletten Arbeitsplatz dann auch ersetzen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch über den CEO von Salesforce reden, nämlich Marc Benioff. Benioff äußerte sich, dass Salesforce im Jahr 2025 keine neuen Software-Engineers mehr einstellen wird. Dies begründete er auch mit dem Produktivitätszuwachs dank KI, der bei ungefähr 30% bisher liegt. Die Beispiele sammeln sich so langsam. Natürlich wird der Übergang nicht reibungslos stattfinden. Es wird auf jeden Fall gerade am Anfang Probleme geben, diese Leute einfach durch KI zu ersetzen. Aber das ist immer so am Anfang von neuen Technologien. Da muss man sich erstmal darauf einstellen. Ob das alles so ohne weiteres in der Übergangsphase funktionieren wird, glaube ich erstmal nicht. Das wird wahrscheinlich erst nochmal in kleinen Prozessen umgesetzt werden mit KI. Aber nichtsdestotrotz hat der Weg eine klare Richtung und die zeigt Richtung KI. Ich bin auch Softwareentwickler und ich benutze sehr viel KI. Also KI ist natürlich eine unglaubliche Arbeitserleichterung. Man muss sich natürlich fragen, wenn dann in Zukunft der Code fast nur von KI erstellt wird, wird dieser Code dann überhaupt noch von Menschen gelesen oder wird das sowieso dann nur von Maschinen an sich überprüft, also geschrieben, überprüft, ausgeführt? Wo genau können wir dann noch den Mehrwert bieten oder wird das dann nur noch unter Maschinen gehandhabt? Ich gehe davon aus, es wird nur von Maschinen gehandhabt werden und am Ende des Tages dann ein Mensch da, der praktisch den Hebel runterzieht und sagt, jo, geht in Produktion und es ist noch seine Verantwortung, wie es immer ist. Ne? Weil die Alternative wäre ja zum Beispiel, dass KI enorme Mengen an Code produziert, der dann dementsprechend auch natürlich sehr umfangreich ist. Und wenn dann die einzige Aufgabe von Entwicklern nur noch ist, Code-Reviews zu machen, denke ich erstmal, so viele kündigen werden. Aber es wäre auf jeden Fall ein Bottleneck, weil wenn zum Beispiel eine KI, ich sag mal, 10.000 Zeilen Code generiert innerhalb von 5 Minuten und dann der Mensch das überprüfen soll, das ist in keinem Verhältnis. Wenn dann überhaupt, dann müssten sich dann alle nur noch auf Code Reviews konzentrieren. Und ganz ehrlich, ich denke, das könnte tatsächlich eine KI auch besser als wir. Gerade weil in großen Datenmengen, die dort einfach gründlicher arbeiten als Menschen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch über die Aussage von Satya Nadella reden, der CEO von Microsoft nämlich. Und der meinte, dass Anwendungen im Wesentlichen zu Agenten zusammengefasst werden. Das bedeutet, dass Code möglicherweise on demand von AI Agents generiert wird, anstatt auf traditionelle Art und Weise geschrieben und gewartet zu werden. Dieser Wechsel von statischem zu bedarfsgenerierten Code bringt natürlich komplett neue Möglichkeiten mit sich. Denn das bedeutet, dass zum Beispiel eine Webseite nicht mehr nur eine Webseite ist, sondern je nachdem, wer diese Webseite betritt oder wer welche App nutzt,
kann diese App anders aussehen? Das ist natürlich besonders interessant für das Thema Werbung auch, denn je nachdem, welcher Nutzer diese App oder die Website nutzt, kann ein anderes Erlebnis geschaffen werden, wodurch der Nutzer natürlich dann ganz anderes Engagement hat, als wenn das eine App für jeden ist. Nach Nadella wird es wahrscheinlich noch bis 2030 oder 2035 dauern, bis alle Software-Engineere dann von KI abgelöst werden. Ob das stimmt, wird sich zeigen. Teile ich die positive Einstellung von Mark Zuckerberg, dass neue Jobs entstehen werden, dass es eine kreative Explosion gibt und dass alles besser wird? Ja und nein. Denn auf jeden Fall wird es erstmal besser werden, ohne Frage. Langfristig bin ich da ein bisschen pessimistisch eingestellt, aber kurzfristig auf jeden Fall, ja, es wird eine kreative Explosion geben und es wird vor allem auch einen wirtschaftlichen Aufschwung geben durch die KI. Ohne Frage. Je nachdem, wie der Preis von diesen KIs dann am Ende des Tages auch ist, wird es dann auch mehr Anwendungen geben, die Code benutzen, weil dadurch, dass natürlich die Entwickler dann mehr oder weniger wegfallen und die AI-Agents praktisch einfach nur bezahlt werden können, dafür, dass sie dir die App bauen, die in deinem Kopf stattfindet, wird es mehr Nachfrage geben für die Gestaltung von Apps. Das heißt, wir werden wahrscheinlich mehr Apps sehen auf dem Markt, als wir es bisher hatten. Allein schon bei den KI-Tools, die momentan zur Code-Unterstützung zur Verfügung gestellt werden von verschiedenen Unternehmen, wie zum Beispiel Cursor. Es gibt auch ganz viele neue Plugins für VS Code. Dann Bolt AI zum Beispiel. Wenn ihr Interesse habt, dass ich euch mal zeige, wie das funktioniert, wie man damit eine App bauen kann, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich werde aber so oder so wahrscheinlich ein Video in dem Bereich demnächst machen. So, das war es jetzt erstmal mit dem Interview von Joe Rogan mit Mark Zuckerberg. Ich habe jetzt nur einmal die wesentlichen Punkte rausgezogen, die die Arbeitswelt betreffen. Das fand ich jetzt persönlich interessant. Mark Zuckerberg geht noch ein bisschen auf andere Themen ein in dem Podcast. Ihr könnt euch den gerne einmal anhören. Ich werde ihn natürlich auch wieder verlinken. Schreibt bitte einmal gerne in die Kommentare, welche Tools ihr interessant findet und zu welchen dieser Tools ihr vielleicht mal ein Video machen soll. Wenn ihr irgendeinen Mehrwert aus diesem Video geholt habt, dann bitte einmal liken, kommentiert gerne und abonniert meinen Kanal. Drückt auf die Glocke. Ich werde mich freuen und dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.